Ja, weiter geht's mit dem Mahabharata vom Kanal YouTube Markus Ritz Zentrum für Yoga. Und es folgt die Geschichte nach der Geschichte von Dushmanta. Dushmanta hat also seine Frau Shakuntala verlassen, ist in seinen Palast zurückgekehrt und Shakuntala hat ihr Kind nach 3 Jahren auf die Welt gebracht und großgezogen. Und dieses Kind war so strahlend, leuchtend, hell und energetisch kraftvoll. Das hat viele andere Kinder, ja, überstrahlt, überschattet aufgrund seiner Stärke. Der Vater, Kanva, hat das Kind mit allen Ritualen gesegnet. Und dann ist Shakuntala mit ihrem Sohn zu Dushmanta in sein Königreich gegangen, begleitet von Schülern des Rishis Kanva eben. Und diese haben Shakuntala den König Dushmanta vorgestellt und sind dann abgedüst. Nun, Shakuntala sagte: Hier bin ich, aufgrund deines Versprechens. Hier ist dein Sohn und dieser soll Thronerbe werden. Und Dushmanta sagte: Ich weiß von nichts. Was willst du? Das ist doch nicht mein Sohn. Wer bist du überhaupt? Du bist doch nicht meine Frau. Und Shakuntala war ziemlich erregt und wurde wütend und zornig, hat sich aber im Zaum gehalten, da sie auch asketische Übungen kannte und sprach zum König, dass das alles nicht recht ist, was er da macht, dass er genau weiß, wovon er spricht, dass es sein Sohn ist. Aber der König verleugnete dieses Kind und Shakuntala zählte nun auf alles, was wichtig ist, was ethisch, moralisch gut ist, warum Dushmanta eben sie ablehnt und verstößt. Das könnte sie vielleicht noch verstehen, aber dass er seinen Sohn verstößt, wo es doch großen Verdienst gibt und das Glücksvollste ist, was ein Mann erlangen kann, eben einen Sohn, einen Nachkommen. Dieser würde auch die Ahnen ehren, die Ahnen vor dem Tod bewahren und eben vielerlei Glück bescheren dem Vater. Doch Dushmanta weigerte sich, das anzuerkennen, denkt: Naja, wer weiß, du kannst ja schwätzen, was du willst. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Und dann erzählt Shakuntala eben weiter. Aber naja, Dushmanta erkennt es jetzt nicht an. Und schließlich, nachdem Shakuntala ausgeredet hatte, ging sie und sagte ihm noch: Das ist nicht richtig, du kannst mich verstoßen, aber dein Sohn, das ist nicht in Ordnung. Ja, aber sie ging dann und während sie sich rumdrehte, ertönte eine Stimme. Eine himmlische Stimme von oben, die sagte: Dushmanta, das ist Shakuntala, deine Frau. Und das ist dein wahrer Sohn, der von dir abstammt. Und diesen sollst du ehren mit allem, was du hast. Denn es ist höchstes Glück, wenn du dieses Kind umarmst. Das erzeugt so viel gute Energie, so viel gutes Karma und diesen Sohn sollst du ehren. Und so wurde Dushmanta eben dann überzeugt von der göttlichen Stimme und da diese Stimme, die göttliche Stimme, Dushmanta aufgefordert hatte, seinen Sohn zu ehren, wurde er der Geehrte genannt, nämlich Bharata. Und das ist sozusagen der
Ursprung des Geschlechts der Kauravas und der Pandavas, und so heißt auch das Epos Mahabharata, denn Bharata wurde ein großer, Maha heißt groß, großer König, tugendhafter König, stilvoller König, achtbarer König. Und das Mahabharata erzählt eben von den Nachkommen dieses Bharata. Und Dushmanta war überzeugt und sagte zu Shakuntala: Alles, was du gesagt hast, vergebe ich dir, vergib du auch mir, denn ich konnte nicht einfach annehmen, was du sagtest, denn die ganzen Menschen im Königreich hätten das ja nicht geglaubt, weil es kann ja keiner bestätigen, denn wir waren ja alleine, als wir uns vereinigt haben. Und so sprach die göttliche Stimme und so weiß jeder, und auch ich, dass dies mein Sohn ist. Ja, und so geht dann die Geschichte des Mahabharata weiter. Und ich sage danke wieder mal fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne teilt meine Videos, wenn sie euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, hinterlasst Kommentare, gerne auch einen Daumen hoch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.